Hallo, meine sich auf dem Endspurt befindenden Machtanführer und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren entspannten Runde Elex 2. Ja, ich habe jetzt herausgefunden, wie wir das halt umschalten können, dass wir weiterkommen. Erstmal haben wir natürlich wieder unsere Codierungsüberlastung, wodurch ihr wahrscheinlich auf dem Bild so ein sieht. Aber macht ja nichts, weil die Tonspur ja immer extra aufgenommen wird und die ist ja dadurch, also meine Tonspur vom Mikrofon, deswegen ist das ganze Ding nicht so beeinträchtigt. Und zwar, ich habe ein bisschen geguckt, habe mal versucht hier wieder mit dem Schläfchen. Und ja, es funktioniert mit dem Schläfchen wieder sozusagen. Story ging auch gleich durch. Ich habe jetzt auch nichts weiter gemacht, außer jetzt das abgewartet. Commander, boom. Eine Nachricht von Dex. Soll ich sie übermitteln? Ja, bitte. Ja, unbedingt. Was sagt er? Übermittle Daten. Bitte warten. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Ach verdammt, Cassandra versucht schon wieder, dich zu übernehmen. So langsam wird das lästig. Überschreibe Datenprotokoll. Gute Idee, mein Freund. Mach deine Sicherungsbolzen wieder rein. Ich fürchte, so langsam kann Cassandra uns gefährlich werden. Ja. Sie wird immer dreister. Bist du dir sicher, dass es Dex war, der versucht hat, dich zu kontaktieren? Wahrscheinlichkeit für Identität der Datenübertragung? Dex 95,3%. Also, war schon. Dann war er's. Hoffentlich hat Cassandra ihn noch nicht überwältigt. Hast du irgendetwas aus den Daten lesen können, das uns weiterbringt? Dex plant, Cassandra zu übernehmen. Dazu braucht er Hilfe. Ich könnte ihn unterstützen. Wir müssen Cassandras Sicherheitssystem überwinden. Ja, aber da müssen wir jetzt mal reinkommen. Wir brauchen einen von Cassandras externen Knotenpunkten, der von ihr stark frequentiert und trotzdem noch als unbedenklich klassifiziert wird. Mm. Decks Vorschlag ist der Biotransformator in der Nähe von Alphara. Hoher Datendurchsatz, niedrige Sicherheitsstufe. Gut. Dann sollten wir dich dort so schnell wie möglich anstöpseln. Besser, wir beeilen uns damit. Mein Junge ist in Gefahr. Genau, den müssen wir retten. Positiv. Okay, dann machen wir das auch mal. Oh Mann. Wo müssen wir denn nochmal hin? Biotransformator. Okay. Dann gehen wir mal zum Depot. Entschuldigung, den Ball gerade ein bisschen genascht, weil es sehr entspannt war. Machen wir weiter. Können wir aber auch gleichzeitig eigentlich Munition noch besorgen. Das wäre noch eine ganz gute Alternative. Was das interessant ist, die haben eine Weile gut gepatcht, dass es flüssig lief. Und jetzt geht es schon wieder los, dass es nicht so rund lief, läuft. Wie du. Ja, ich möchte, weil ich brauche nämlich noch mal ein bisschen was. Vorsichtshalber. Danke dir. Da gehe ich noch mal kurz zu dem anderen. Dann habe ich auch noch mal 400 und das passt ja dann. Hallöchen. Zeig mir mal deine Ware. Ja. Sehr schön. So, genau, jetzt haben wir wieder 2900. Ist von der Größe und sowas alles wirklich mehr als in Ordnung. Nein, geh wieder raus. Danke, tschüss und auf Wiedersehen. So rum wollte ich es machen. Genau, jetzt müssten wir von hier aus gesehen. Warte mal, ich befinde mich da. Und ich muss hinter mir gehen, ne? Hinter mir. Da hinten soll das sein. Hier irgendwo soll so ein Bio-Bla-Keks sein. Müssen wir mal schauen, ob wir den finden. Da hinten, okay. Na, gucken wir mal. Ich bin näher Spalur. Ich habe keine Lust auf Kämpfen. Wir kämpfen wahrscheinlich noch mal dann. Ich glaube es zumindest, dass wir noch mal dann beim Endboss irgendwie kämpfen werden. Das reicht ja dann. So, das war's. Irgendwie muss man ja trotzdem kämpfen. Hier soll es sein? Okay, warte mal. Welcher ist denn hier in der Nähe? Wie kommen... Was? Warte mal.
Extra wurde entstanden, Knotenpunkte gesondert an bestimmten Biotransformator näher von Forma Alphara. Ich muss nur dieses Mischstück von AI meinen Sohn nicht ins Hirn rösten. Wenn Dex Erfolg haben soll mit seiner Aktion, könnte der Cassandra vielleicht gefährlich werden. Wir haben keine andere Wahl. Es ist die beste Option, die wir mit haben. Leider, ich werde es mit meiner kleinen Drohne Crowley for you vor Ort bewachen. Hä? Welcher soll denn das sein? Das Kloni hinter mir soll irgendwas sein. Das hier vielleicht? Ja, okay. Hier ist Cassandras externer Knotenpunkt. Klassifizierung okay. Immer noch unbedenklich. Okay, dann macht jetzt euer Cyberspace-Kung-Fu. Dex wird sicher schon auf dich warten. Ich behalte so lange die Umgebung im Auge, falls Cassandra ja, wieder ihre Schergen schickt. Positiv. Hundertprozentig wieder die ganze Zeit kämpfen mit Kuratoren und so Mist. Registriere feindliche Übernahme. Sicherheitsprotokoll gestartet. Halte Position. Örtliche Kuratoren werden dich. Fehler. Brony? Sequenz eingeleitet. Lade neue Identität. Oh. Algorithmus bestätigt. Bootsequenz abgeschlossen. Dex, bist du das? Ja, Vater. Ich bin es. Cassandra infiltriert. Übernahme vollständig. Okay. Hat es funktioniert? Dex, kannst du mich hören? Wie geht es dir? Dex sagt, alles gut. Ich habe nur noch ein paar Dinge zu erledigen. Probleme mit Cassandras Sicherungsbolzen, würdest du es nennen, Vater. Dann ist Cassandra jetzt unter deiner Kontrolle? Kontrolleinheit 0 eliminiert. Oh, geil. Dex sagt, das Bewusstsein von Cassandra ist gelöscht. Allerdings ist hier gerade ein ganz schönes Chaos. Okay, das hört sich aber alles schon mal ganz gut an. Ja. Dann können wir uns ja bald der Pforte des Hauptformers widmen. Dex sagt, Cassandra hat vor ihrer Löschung noch einige Viren und Sicherheitsprotokolle gestartet. Die muss ich jetzt erst einmal alle wieder einsammeln und deaktivieren. Das kann noch ein bisschen dauern. Ich habe hier strategische Befehle der Skyans und Aufzeichnungen ihrer Truppenbewegungen der letzten 2 Tage. Die Skyans haben einen Großteil ihrer Streitkräfte in Marakor aufmarschieren lassen. Kümmert euch erst einmal um die Invasoren. Uns nützt kein lahmgelegter Hauptformer, wenn das Hauptheer der Skyans unser aller Zuhause zerstört. Ah, sieht so aus, als wirst du irgendwann mal ein guter Feldherr werden, mein Sohn. Dex sagt, ich hoffe, dass ich es nicht mehr muss, wenn dieser Krieg vorbei ist. Aber trotzdem danke, Vater. Ich melde mich wieder, wenn ich hier aufgeräumt habe. Ende der Übertragung. Okay, also, wir sind soweit. Wir können jetzt die Pforte des Haupttores öffnen. Wir sind soweit. Wir können jetzt die Pforte des Hauptformers öffnen. Dex wird das Signal senden, wenn wir vor dem Eingang des Hauptformers stehen. Positiv. Okay, also heiß. Sei vorsichtig, kleiner Mann. Na gut. Hauptformer. Menschliche Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. Ja. Gut, dann bin ich jetzt gespannt. Commander? Gut, mein Kleiner. Jetzt mach schnell. Dex, bist du da? Was? Ja, Vater. Schnell, mach das Tor auf. Ich kann nicht. Was soll das heißen, du kannst nicht? Es geht nicht. Irgendetwas lässt mich nicht durch. Aber du hast doch Cassandras Schaltkreise übernommen. Ja, aber es geht nicht. Es tut mir leid. Och, Mann. Verdammt nochmal, was machen wir jetzt? Es gibt noch eine Möglichkeit.
aber die wird dir nicht gefallen, Vater. Was? Was redest du da? Ich werde das ganze System runterfahren. Nein, du wirst dich damit nur selbst eliminieren. Es gibt keinen anderen Weg, Vater. Ich muss es tun. Nein? Nein, Dex! Nein! Geh und rette die Menschen von Magalan, Vater. Die Skyans dürfen nicht gewinnen. Tu das nicht, bitte! Sag Mutter, ich... Ich hab euch lieb. Dex! Nein! Nein! Okay, das ist mies jetzt. Das ist ja sowas von mies. Das ist ja richtig. Gut, ich sag jetzt mal ganz ehrlich und ganz offen, das ist scheiße gerade. Na tolle Wurst. Dein eigenes Kind sozusagen vor einem Sterben zu sehen, ist glaube ich das Schlimmste, was jemals passieren kann. Der Zentralrechner Cassandra wurde deaktiviert. Der Weg in den Hauptformer ist frei. Scheiße. Ja. Dex! Es wird ein bedeutungsloser Sieg im Endeffekt werden. Mein Sohn, ich werde dafür sorgen, dass der Opfer nicht umsonst gewesen ist. Verdammte Infektion. Oh, mein Kopf. Wir haben so viel Potenzial gehabt. Dritte Teil, Jahre später. Und dort hättest du dann mit Dex mal spielen müssen. Das wäre... Was ist ein Plan des Veränderlichen? Die Skyans haben Angst. Sie haben Angst vor der totalen Vernichtung durch die Singularität. Das ist es, was sie antreibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle das diesmal nicht so. Partout nicht. Einst waren sie Menschen, bis sie angefangen haben, Gott zu spielen, was sie unsterblich machen sollte. Ja, alles wieder voll mit irgendwelchen Monstern, alles ist mir wieder durchkämpfen. Heute sind sie nur Kreaturen, die nicht mehr aufhören können, um verabscheuungswürdigen Experimente voranzutreiben. Ach ja. Boah, wir kämpfen uns jetzt hier erstmal wieder einmal durch. Damit wir dann nochmal gucken können, wie es dann weitergeht. Aber wie gesagt, es ist nur ein Durchkämpfen. Werdet aber Gothic 1 nochmal sehen. Das wird nochmal ganz interessant werden. What the hell? Zwei Hühner? Ja, das haben wir mal. Super mal hier mehr. Leute, es macht nicht die Masse aus, ne? Das ist euch schon bewusst. Das habt ihr doch damals so gut drauf gehabt. Es geht nicht um die Masse. Es geht darum, auch das, wie ich es einsetze, was ich einsetze und so weiter. Das geht nur darum. Oh, ihr macht damit das Spiel so... Ja, so unangenehm eher. So. Glaubt doch, ich baller mich erstmal durch die Dinger durch und ich habe ja nicht mehr wirklich eine veränderte Art halt, ne? Weil ich bin nicht wirklich der Held geworden, den man hätte sein können. Man kann es auch ohne so ein Held-Ding machen, aber dann könnte man doch Möglichkeiten bieten, wo ich das schlauer mache. Dass ich dann zum Beispiel sage, ich schieße jetzt auf
auf die Decke, damit dann die Decke auf die Leute einkracht, Unfälliger fallen aus, nutzen bessere Waffen und so weiter, aber das alles habe ich ja nicht. Crony ist ganz ruhig. Kracker. La 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 la. Immer tiefer ins mistige Ding hinein und noch mal was. Danke, Crony. Hast du gut gemacht. Jetzt müssen wir in die Richtung. Ja, ich hab's gerade links gesehen. Irgendwas lief doch da gerade, ne? War nicht nur links. Also, noch weiter links, ja, aber war nicht nur das eine, was ich da gesehen habe, sondern war ja auch noch der Raptory. Auch erledigt, nachladen. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen gerade alles. Da immer schnell so ein Tracker. Also wenigstens alles so ein bisschen leichter dann gemacht. Dann weißt du, du bist voll gepowert, bist durchtrainiert, wie sonst was. Und dann hast du gute Karten, halt da durchzurushen, weil du einfach stark bist. Und dann musst du vielleicht ein paar Rätsel oder sowas lösen. Das wäre cool gekommen. Das müsste man Gothic 1 noch abwarten. Risiko erkannt. Empfehle sofortiges Entfernen. Vom Risiko oder was? Schlachtbeuler halt. Mir Gratulation. Und Plasmazellen. So, erledigt. Oh, das ist immer dafür die ganze Show, sind nur die ganze Zeit dasselbe Ding, ey. Blöd ist, wir kämpfen uns jetzt hier komplett rein. Einmal durch den Format durch, kämpfen danach nochmal gegen den Boss sozusagen. Und das ist halt dieses große Problem, was ich dabei finde. Das ist halt so, bei Elex 1 war das cool. Du hast halt kurze Schlacht vorher gemacht, da hattest aber die Leute dabei. Nachdem du es erledigt hast, bist du rein und hast den Endboss gemacht. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr angenehm. Das fehlt mir hier einfach. Komplett. Was war denn das? Wo ist denn da hingerannt? So, das ist jetzt hier der Hauptcomputer, ne? Oder? Kann ich die jetzt irgendwie kaputt machen, irgendwie ausschalten, irgendwie was tun? Da geht's dann hoch. So, warte mal, wo ist denn jetzt? Was ist jetzt was? Ich guck mal rein. Plan des Veränderlichen. Bordcomputer des Shuttles. Wir sind da noch entfernt worden. Boah, wie weit wollte ich denn noch da rein? Ach so. Ja, gut. Sieht gut aus. Mit deinem Ärmchen da wieder. So viele Jahre. Und jetzt nur noch ein Haufen altes Metall und Leiterplatinen. Oh, danke. Da bin ich sicher. Ich zerstöre es einfach. Bist du noch irgendwo da drin?
Machst du jetzt mal was? Vor Wut einfach das scheiß Ding zerstören. Das hat mir mein Sohn genommen. Also hallo? Bam, 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 bam hier. Bin ballern ohne Ende. Und der steht noch davor. Oh, du warst bestimmt mein Computer. Oh, du hast so viele Dinge getan. Aber vielleicht bist du ja noch da. Oder auch nicht. Hm, ich weiß es nicht. Ja, nun. Cassandra, ja. Hier, da, das macht man. Da, 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 und da, und da, und da, und da, und da, 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 da. Legt noch eine Granate rein. Haben wir sowas? Haben wir sowas? Weapons. Kopf, Speer. Ne, ich hab gar keine Granate mehr, wa? Keine Granate, aber ist das warm? Guck mal, dann nimmst du nur den da, den Granatwerfer, und dann machst du den, den. So. Jetzt sind wir fertig. Jetzt existiert sie nicht mehr. Guck da nur, steckst du irgendwie noch da drin? Ja, okay. Ja, sehr interessant, aber nee, gut, das freut mich. Wir sind uns einig. Tschüss. Jetzt schön, Gott. Manche Dinge verstehe ich dann immer doch nicht so ganz. So, das erledigt. Jetzt haben wir noch irgendeinen Vogel hier, den wir noch erledigen sollen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht wieder ellenlose 300.000 Kämpfer. Wo muss ich jetzt lang? So, regulär ist da der Weg. Oh, was ist das dann hier? Gehen wir hier einfach nur durch, ohne dass wir noch großartig kämpfen müssen? Das wäre toll. So, regulär könnte ich jetzt überall die Waffen mitnehmen, müsst. Ja. Pff. Hätte, Fahrradkette. Oh Mann. Sorry. Wir müssen da hinten leider auch noch wegmachen, ne? Und ihr so, wie ging es euch so? War die Woche schön? Habt ihr alle gut verlebt? Ja, heute ist ja Sonntag, ne? Also, coole Weise, nämlich die Folge hier gerade auch am Sonntag auf. Aber eine Woche vorher. Wie war eure Woche so? Die Woche, die jetzt dann kommt, wird wieder interessant. Da bin ich auch noch mal gespannt drauf. Oh, guck mal, wir können uns noch mal einen Schadenspunkt hineingönnen. Da-da. Jetzt kostet 10 AP. Holy verdammt. Holy verdammt, so komm, können wir immer noch ein bisschen live? Ne, können wir nicht mehr nochmal reingehen. Na egal. Das ist, was ich mich meine. Jeder Punkt, also jedes LP, was du da rein investierst, das wäre eigentlich schon mehr als ausreichend. Aber naja, gut. Ach, können wir jetzt mal bald mal zum Ende kommen, Mann? Ich habe keine Lust mehr. Das ist so ein nettes Herausgezögere. So ein komplettes Herausgezögere. Mehr geht es hier gerade nicht, ne? Also hier geht es rein darum, dass ich das noch voll herauszögere. Ich mache nur das und das, bevor das Ding hier eigentlich sein Ende von dem Spiel halt verlebt. Und das ist halt, was jetzt gerade so arg störend ist. Jetzt bin ich hier. Ja, da haben wir nochmal ein paar Sachen. Und wir müssen dahin. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt hier erstmal nochmal alles voller Kuratoren ist. Oder ob wir jetzt hier unseren Hauptkampf haben. Okay, Crony ist nicht mehr dabei. Wir sind alleine. Dann wollen wir mal loslegen. Das hier ist offenbar das Allerheiligste der Skyans. Wenn wirklich ein Plan existiert, der die Singularität stoppen könnte, dann werde ich hier jemanden finden, der ihn kennt. Aber wo? Ja, hier ist aber niemand. Hallo?
In die Richtung steht ein Veränderlicher. Ist dir eigentlich klar, was du angerichtet hast, Mensch? Okay. Du nennst mich Mensch? Ziemlich anmaßend für einen alten Wissenschaftler, der es wagt, Gott zu spielen. Was ist es für dich? Ein Spiel? Ich kann dir versichern, das ist es nicht. Es ist bitterer Ernst, was uns in Kürze widerfahren wird. Du redest von dieser Erscheinung im All, die ihr Wahnsinnigen angezapft habt und jetzt unsere Welt zu zerstören droht. Du weißt gar nichts, Mensch. Du hast keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Die Singularität ist kein Himmelskörper, der einfach nur mit uns zusammenprallt und alles in Schutt und Asche legt, wie der Meteorit. Sie wird diese Welt in sich aufnehmen und die Gesetze von Materie, Raum und Zeit völlig verändern. Wie denn das? Es besteht also eine Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen die Singularität überleben. Es besteht also eine Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen die Singularität überleben? Sie ist voller schöpferischer Energie und trotzdem von so hohem Zerstörungspotenzial. Es ist ungewiss, in welche Richtung sie sich wendet, wenn sie sich unkontrolliert mit uns vereint. Sollte jemand von euch diese Konjunktion tatsächlich überleben, wird es ein Leben ohne Regeln sein. Eine Existenz jenseits deiner Vorstellungskraft. Kann gut oder schlecht sein. Du bist also die Speerspitze der menschlichen Evolution, ja? Du bist also die Speerspitze der menschlichen Evolution? Du hast doch selbst keine Ahnung, was bei einem Zusammenstoß mit dem Ding genau passiert. Das ist meine Rede. Wir sind viele. Und wir sind nur zu einem Zweck erschaffen worden. Dieser Veränderliche, der vor dir steht, ist ein Elementar des neuen Elex. Es ist lediglich das Erste, das die Singularität noch vor der Konjunktion kontrollieren wird. Das ist es, was sein wird. Das ist es, was ich bin. Sie wollen dich da hochschießen und du sollst das Ding irgendwie ablenken. Sie wollen dich da hochschießen und du sollst das Ding irgendwie ablenken? Ein Elementar lenkt nicht nur, er kontrolliert. Ich bin jetzt ein Veränderlicher. Ich kann mich an jedwede Lebensbedingung anpassen. Ich werde die Singularität beherrschen und ihre Kraft in mich aufnehmen. Nee. Ich werde die Lebensbedingungen auf diesem Planeten erzeugen, die diejenigen wandelt, die ihrer würdig sind. Ein Elementar? Ich hörte davon, jedoch ist mir noch nicht ganz klar, was es bedeutet. Ein Elementar? Ich hörte davon, jedoch ist mir noch nicht ganz klar, was es bedeutet. Du bist die zweite Anomalie. Gerade du solltest es wissen. Deine Urform und sein Ableger teilen sich das Privileg, Elementare des ersten Elex-Derivats zu sein. Wenn sich deine Fähigkeiten noch nicht signifikant entfaltet haben, nun, dann hat die Urform offenbar dafür gesorgt, dass es so ist. Ich will mit sagen, Dawkins hat mir so eine Art Sicherungsbolzen eingebaut. Du willst mir damit sagen, Dawkins hat mir so eine Art Sicherungsbolzen eingebaut? Ziemlich sicher sogar. Die Macht zu teilen ist eben für manche keine Option. Ich nehme an, es handelt sich um einen speziellen DNA-Schlüssel, der dafür sorgt, dass deine Gaben als Elementar des ersten Elex beschränkt bleiben. Du meinst damit, Dawkins hat mich klein gehalten, damit ich ihm nicht über den Kopf wachse? Das würde aber bedeuten, dass Dawkins selbst mindestens eine dieser Gaben hat. Ich frage mich, warum er außer seiner Unsterblichkeit keine weitere Gabe jemals gänzlich ausgespielt hat. Das setzt voraus, dass du Dawkins Gaben kennst. Ist dem so? Ich habe ihn nie gefragt. Ich weiß, dass eine meiner Gaben die Willensstärke ist. Aber bei Dawkins? Wir werden dieses Geheimnis euren Körpern in einer unserer Forschungszellen schon noch entreißen.
Ihr vernichtet unsere Welt. Nicht vernichten. Wir wandeln sie. Das ist für die Menschen da draußen dasselbe. Das Opfer, das die Menschen bringen müssen, ist leider eine Notwendigkeit. Sagt man immer. Wenn die Singularität hier eintrifft, müssen wir maximal darauf vorbereitet sein. Eine Abweichung von unserem Plan wird fatale Folgen für uns haben. Ihr wollt überleben. Alles, was ihr je getan habt, lässt sich darauf zurückführen. Ja, aber es ist nicht nur das. Das Tier in uns ist schon zu sehr gewachsen. Hä? Alle Abweichungen von unserem Ideal werden uns nur noch weiter in die Evolutionsfalle stürzen lassen. Ihr entwickelt euch zurück. Das ist es, was ihr fürchtet. Ist das nicht so? Ihr seid so hoch entwickelt, dass ihr an einem Wendepunkt angelangt seid. Und jetzt fürchtet ihr, von eurem hohen Thron zu stürzen. Einer der Gründe für euer reptilienartiges Aussehen. Reine Gedankenspiele ohne wirkliche Relevanz. Genug davon. Ich habe meine Aufgabe zu erledigen. Und du stehst mir dabei im Weg. Du hast eine Menge bewegt und uns viele Probleme bereitet. Doch deine Zeit ist jetzt vorbei. Ich hatte schon ganz andere Gegner. Deine Drohungen lassen mich kalt. Wir schweben da immer noch vor uns hin. Dann wirst du gleich sehen, was meine Gaben vermögen, kleiner Mensch. Fing so cool an und jetzt ziehe ich nur meine Waffe. Die Zielfunktion, die wir haben, ist einfach nur göttlich. Habe ich eigentlich auch mal eine größere Arena? Nee, doch da außen. Ich muss nach außen. Ich muss hier nach außen. Damit ich den mehr kiten kann. Muss ich den hier machen? Damit der nicht. Ich musste versuchen, denen die Möglichkeit zu geben, mich zu attacken. Na, na, sie. Ah! Hab danach. Boah, das wird ja ein langer Kampf. Will ich keinen Schaden an ihm machen? Das ist doch wieder so ein Gegner, ey! What the hell? War das wieder so ein Gegner jetzt? Da mache ich nur die ganze Zeit nur Draufschaden und das war's dann. Ja, das ist jetzt ein... Naja. Die Dinger, die zerschießen mich dann. Oh, ich muss mal... Warte mal kurz. Oh. Kurz ein bisschen aufsetzen. Ich nehme mich immer recht gut zurück bei sowas. Aber das wird zu viel werden. So. Naja, ist irgendwie jetzt nicht so ganz so berauschender Fight. Insbesondere von der Kombination halt her.
macht er wieder den, da muss ich wieder halt rum und dann warte ich, bis er wieder da hervorkommt und es geht dann halt jetzt den ganzen Kampf so da. Wow. Ey, das ist doch ein anstrengender Kampf. Ich will irgendwie besser erledigen. Wow. Du kommst mir aber ziemlich nah. Das machen wir, bis er da jetzt am Bock kommt. So, und jetzt sind wir da. Ja, Leute, ich habe auch ein bisschen mehr erwartet als einen stetigen normalen Fight. Insbesondere, ich kann nicht anders kämpfen, ne? Wenn der mich einmal trifft, habt ihr gesehen, ist die Hälfte meines Lebens weg und dann ist danach gleich der Rest weg. Weil er immer zwei Bälle halt auch schießt. Es geht um nichts anderes als den herauszukiten. Das ist wirklich nur so ein Gekeite. Und mehr geht es hier gerade gar nicht. Ich bin jetzt gerade mal bei einem Viertel seines Lebens, Mann. Und ich renne hier rum wie sonst was. Weißt du, damals im Elex 1 Ultra hast du nachher doch recht passablen Schaden gemacht, ne? Und hier fühle ich mich wirklich klein gehalten. Also ich fühle mich wirklich so, als ob ich mich nicht weiterentwickle mit meinem Char. Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Sitzt da die ganze Zeit da unten oder was? Jetzt ist die Treppe doch. Wow, flieg doch nicht da runter, du Dödel. Setz ich die Treppe irgendwo mal wieder hoch? What the hell? Also wenn er trippt, ist übel im Gelände. Der hat mal so lange gebraucht, bis der geladen hat, ey. Oh, Jimini, ey. Das ist sowas von langweilig. Also, das ist ja... Ey, da hätten sie auch einfach nur eine Endsequenz hinsetzen können, ganz ehrlich. Und jetzt heißt es nicht, ich muss hier mehr machen oder sowas, das kannst du knicken. Weil der macht einfach nur viel Damage, ich muss ihn auskiten und das ist alles. Mehr geht es hier gerade gar nicht. Es geht hier nur um ein reines Auskiten. Mist, weil immer zu viel mich bewegt. Wow! Wie ist der jetzt? Hallo, was machst du denn da? Die Steuerung ist echt. Habt ihr euch noch in Elex 1 über die Steuerung beschwert? Kannst du hier wissen, das ist noch schlimmer eigentlich. Hinweise ist ja dann auf einmal ganz fix, ne?
Guck mal, wie schnell der dran ist. Ich hab nicht mal Zeit, den dann zu treffen, Mann. Der fliegt dann, als ob der mit auf Speed ist. Das war mir schon bei mehreren Monstern aufgefallen. Jetzt hier gleich wieder rum. Ist eher so ein Halo-Kampf oder sowas, weißt du? Aber da mache ich wenigstens auch Schaden. Oder kann ich besser zielen als das blöde Ding hier? Also guck mal, was ich hier ziele, ist Nonsense. Ich hab doch noch 500 Holz, das geht schon. Lass mal wieder in Sicht weiterziehen. Dieser Kampf zur Seite ist anstrengend. Ich will nicht mehr getroffen werden. Wenn wir getroffen werden, ist nämlich vorbei und dann darf ich den ganzen Kampf normal machen. Was ist er denn schon wieder? Schon wieder runtergedroppt. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich ihn hier schön weiter bearbeiten können. Aber jetzt kommt er da gleich wieder hoch. Da ist er wieder oben. Jetzt steht er gleich wieder da an der Matte. Wirklich so ein... Also der Kampf ist so langweilig, wie er aussieht, sage ich euch. Ist nichts Berauschendes, nichts Tolles. Na... Wunder, die Waldfee! Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an den Kampf. Gothic 1 dann. Da war wesentlich mehr Spannung bei. Da hattest du auch ein bisschen mehr Sachen, die du machen musst, auch wenn es ein bisschen schwieriger war von der Arbeit her. Okay, das ging irgendwie nicht, weil ich da gegen das Teil geballert habe. Oh nein, 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 nein. Mach nicht zu viel, mein Kleiner. Nimm lieber ein bisschen Zeit. Hier bin ich auch zufrieden, dass ich den Granatenwerfer mir genommen habe, weil ich sag mal, somit habe ich ein bisschen die Möglichkeit, ihn auszuspielen. Bessere Trefferchance. Und schon wieder rum. Guck mal, wir sind ja auch hier im Kreislauf.
Ich glaube, ich werde hier dann echt nachher wieder ausgespielt, dass er runtergefallen ist. Ja, noch nicht ganz, aber fast. Jetzt ist er wieder runtergedödelt. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Ich habe schon gesehen, er ist schon weitergeflogen. Hat nicht viel gebracht. Wenigstens könnte man eine Salve noch mal reinsetzen, bevor er wieder nach oben kommt. Er müsste jetzt gleich wieder da herauskommen. Ich aber irgendwann denke, oh Alter, da kann der mal komplett frei sein. Wieder mal ein Stück weitergehen. Keine, Yes! Es ist so ein episches Ende, aber der Kampf war... Ja, na klar, weil der nicht schon dreimal im Kampf darunter gefallen ist und nichts passiert ist. Und ich fürchte, er wird nicht der Letzte gewesen sein. Die Skyans haben diese neue Spezies nicht nur der Singularität wegen gezüchtet. Hab ich denn dafür eine Waffe? Die Veränderlichen sind ihre neue Waffe, die alle in die Knie zwingen sollen. Achso, das ist... Ja, das ist der Endkampf. Ich werde mal gucken, ich gehe jetzt hier raus, glaube ich. Einfach. Oh, guck mal, da ist Crony. Ach ja, genau, wir haben jetzt den Jetpack. Da habe ich mal gelesen, dass er... Jetzt geht's los. So. Endsequenz. Menschen. Menschen vergessen schnell. Wie lange wird es dauern, bis sich niemand mehr an all das hier erinnern wird? Der Krieg, die Invasion... Der Kampf gegen Wandlung und Vernichtung. Die Kämpfe um einfache Ressourcen und territoriale Besitzansprüche werden sich verändern. An ihre Stelle tritt etwas gänzlich Neues. Eine Ära der Verwirrung, der Wandlung und der Übermenschen, die Veränderlichen. Das Streben nach der nächsten Evolutionsstufe und Anpassungsfähigkeit, es wird uns alle beherrschen. Ein Kampf um das Privileg, Elementar des Elex zu werden, wird entfesselt. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Wer ihn verliert, bleibt auf der Strecke und wird im Sog der Erneuerung untergehen. Die Skyans und das Elex waren nur die ersten Vorboten dessen, was Magallan in den nächsten Jahren drohen wird. Eine göttliche Macht, die ihre Klauen nach unserer Welt ausstreckt, und die bald kein Mensch dieser Welt ignorieren kann. Etwas Neues hat begonnen. Ein Zeitalter der Veränderung. Die Herrschaft der Singularität. Uiuiui, ein neues Licht am Himmel. Ja, ja, okay. Ich lasse es wieder durchlaufen. Mehr kommt jetzt hier auch heute nicht mehr, außer dass jetzt das mal ein bisschen durchläuft, wer wo was und so weiter. Das war's dann auch. Und
ja, also sagen wir es mal so, mein Fazit zum Spiel ist, ich empfinde es bis jetzt als das schwächste Spiel von Piranha Bytes mittlerweile. Also für mich ist es das schwächste Spiel in Form von Spielmöglichkeit, von Kampf, vom Setting her, von auf einmal der veränderten Welt zu der vorigen Welt, obwohl ein Vorgänger existiert, von den Wendungen teilweise, von den Veränderungen, vom ganzen Aufbau halt hier, da ist wie gesagt der Nahkampf, das ist so ein Herumgeklicke, ich kann da nicht mehr irgendwie versuchen, ob ich eine Ulti setze, ob ich da ein bisschen die Waffen dann verändert kombiniere mit der Ulti, wo dann verschiedene Kampfweisen halt hervorgehen. Die Fernkampfwaffen, die haben nur noch eine Schusssequenz statt vorher zwischen drei verschiedenen Facetten, sei es halt die Energiewaffen zum Beispiel hatten, Dauerfeuer hatten, Dreiersalve gehabt oder hatten einen Einzelschuss. Die Plasmagewehre hatten halt diese geile Bombe gehabt, wo du dann boom, die auseinandersprengst oder ich glaube das andere war, wo du die sozusagen zusammenziehst. Die einzelnen Charaktere sind total verändert. Kaya ist so ein Mädel mittlerweile, bam, 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 rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, total verändert und nicht nur dadurch, einfach nur boom. Denn die Geschichte mit dem Sohn auf einmal, der sich ja nun auf einmal opfern muss und es wird auch gar nicht so richtig honoriert. Ja, mein Sohn, ich werde an dich denken, bla bla bla. Ey, nur ein Elternteil wärst und kein Arsch, dann würdest du da zusammenbrechen einfach. Das ist nichts weiter. Dann ist nicht hier, ja, er muss ein Held sein oder sowas. Totaler Banane. Und er hätte 100% auch ein anderer Ding. Ich sag mal, ich als Vater, ich hätte mein Kind dann nicht mehr ansatzweise. Dann gibt mir die Welt für Hunde. Ich suche mir einen anderen Weg. Ist mir doch völlig fuck egal. Ich werde ihn dafür nicht opfern. Dann gebe ich ihm wenigstens noch ein bisschen mehr Lebenszeit, als ein Leben sozusagen da abbeendet und geht weiter. Also, sorry, also es ist total... Ach, kann ich nicht mal mehr beschreiben, also von der Sache her. Ich hoffe inständig, dass sie es wirklich schaffen, auf den dritten Teil gesehen, wieder einiges zu verbessern. Was ja auch gestört hat, hier, die sagen, okay, wir führen wieder zurück, die Skillpunkte haben wieder Sinn, es ist wieder top. Ja, was ist daran top? Ich muss jedes Mal 5-mal investieren, zuerst nur 5 Punkte für einen, nachher 25 Punkte für einen Punkt Verstärkung. Das ist total Blödsinn. In Gothic war das damals so, du investierst einen Punkt und kriegst auch einen Punkt wieder raus. Oder du investierst halt 5 und kriegst einen raus, aber dann nicht, weil 5 das eine triggern, sondern weil die Lernpunkte dann auf einmal 5 gekostet haben, weil du einfach stärker wurdest. Das hat dann was mit der Schwere zu tun. Das war aber, glaube ich, erst ab Gothic 2. Ab Gothic 1 war immer, glaube ich, alles ein Punkt gewesen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, das müsste ich, sehen wir ja dann im Let's Play. Und ja, das Ganze drum. Also mein Fazit ist, für mich ist das ganze Spiel... Eine ganz schwache 4-. Also eine ganz schwache 4-, finde ich das. Vom vielen drumherum her. Auch von der Stabilität, von den Problematiken, auch von der Grafik her, vom Spielaufwand, von den Möglichkeiten, von dem, was liegen gelassen wurde und so weiter. Also da ist wirklich, oh, man hat das Potenzial gehabt mit Elex 1. Elex 1 war ein wirklich super Spiel gewesen. Da waren viele Aspekte, die klar ein bisschen gestört haben, wie das Kampfsystem war da doch ein bisschen hudelig, aber an sich war das schon ein perfekt angedachtes System mit der Kombination, du machst halt die Schlagreihenfolge, ab einem bestimmten Punkt kannst du eine Ulti setzen. Deine Schläge verursachen, je länger du spielst, immer mehr Schaden. Bist du auf Fernkampf gegangen, haben deine Waffen verschiedene Modis gehabt. Bogen konnte Mehrfachschuss, Verfolgungsschuss und sonstiges alles. Richtig nice. Deine, klar, die Farbenwerfer und so waren ein bisschen krass mit diesen dann dauernd umhitten. Ba-bom, 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 war schon heavy. Aber ansonsten war alles andere wirklich gut aufgebaut. Die Geschichte untereinander war wirklich sehr gut. Die Gegnerfraktionen, aber es hat sich keiner zerrieben. Auch eine Aktion, die ich dumm fand. Jo, die 6. Macht kämpft gegen die. Oh, sie sind ja total anarchistisch, die glauben an nichts. Komm, wir greifen sie an, egal, dass da eine Bedrohung steht, die gesamte Menschheit auslöscht. Nee, wir Kleriker, wir müssen erstmal diese 6. Macht ausschalten, die vielleicht unsere einzige Hoffnung ist. Hallo, wer hat diese Geschichte sich ersponnen? So, also da ist so viel, was finde ich im Argen. Ich habe das Spiel trotzdem durchgespielt, weil ich die Story einfach zu Ende sehen wollte.
werde dann noch, da gibt es noch irgendwie eine Nachquest, die werde ich noch einmal alle durchlaufen und dann ist für mich aber auch Schicht erstmal und für mich ist Elex 2 dann abgeschlossen. Also es werden noch ein, zwei Folgen maximal kommen wegen der Ding, aber ich werde auch nicht weiter herummachen. Also es gibt für mich auch nicht, dass ich dann noch das probiere, dies probiere, jene Ende probiere. Das ist für mich gerade so ein bisschen, nö. Was auch liegen gelassen wurde, genau, weil wir liegen lassen sind. Ja, ich springe mal gerne hinterher, ihr wisst es ja mittlerweile. Was auch liegen gelassen wurde ist, ey, du hast jetzt eine Basis. Wieder mal, wieder eine Basis. Beim ersten Mal, glaube ich, gab es schon eine Menge, die sagten, mach doch mehr daraus. Mach doch mehr daraus. Du kannst da viel mehr machen. Du hast schon gemacht, dass du deine Wohnung da so ein bisschen herrichten kannst. Warum kannst du deine Splitter, wovon wir nachher 90.000 oder so hatten, und ich war dann nur ein Großbügel, hier hast du, da hast du, jenes hast du. Wir hätten wahrscheinlich, wenn wir wirtschaftlich gearbeitet hatten, noch wesentlich mehr gehabt. Aber du hast die Splitter, warum kannst du nicht sagen, so, ich bezahle jetzt jemanden, der baut die Mauer wieder auf. Warum hast du eine Mauer? Wie halt bei den Klerikern zumindest. Oder irgendwie mit Technik dann. Auf einmal hast du eine Mauer. Du wirbst dort diesen und jenen Charakter einfach ab, weil du weißt, oh, guck mal, die Kleriker, der ist da, aber will eigentlich gar nicht sein und will was Neues. So, warum hast du da neue Leute, dort neue Leute? Setzt die auf, positionierst die, hast du Wachen, hast der Bevölkerung dir aufgebaut und. Aber nicht im Heavy-Aspekt, aber so ein bisschen so ansatzweise. Zumindest, dass man das immer so kapitelmäßig merkt, okay, wir haben jetzt Festung aufgebaut, wir haben Waffensysteme bereitgehalten. Wir gehen von einer wirklichen sechsten Macht aus. Aber was ich da eher hatte, war, die sechste Macht waren eher so eine Bauernfraktion, in dem Sinne, jetzt kriegerisch bisschen, ja, also nicht, dass man jetzt denkt, dass man Bauern da niedermachen möchte, sondern die damals war so eine Bauernfraktion, im Endeffekt der Fjord, wie man dieser, oder die Fjord sozusagen, mehr haben wir da nicht zusammengesetzt, wir haben da ein paar Bauern mit Mistgabeln ausgerüstet, weil wir uns mehr nicht leisten konnten und haben dann in Lehmhütten gewohnt und ein paar Strohdächer draufgeschmissen, weil die Gebäude da waren. Also so fühlte sich das ganze Ding an. Das hat da extrem gefehlt. Da hat so viel gefehlt einfach. Und dann die veränderte Welt einfach. Da standen auf einmal Gebäude, die vorher nicht existiert haben. Meine Güte, haben die aus nichts erschaffen? Also ich kann mir wirklich teilweise vor, ich bin in der Parallelwelt aufgewacht. Die Welt habe ich nicht gespielt, aber durch den Schlag von dem Raumschiff auf meinen Kopf war alles verändert. Also ich muss sagen, mir tun die, weiß ich nicht, 50 Euro oder sowas gewesen, die tun mir weh im Geldbeutel. Die tun mir wirklich weh. Ich hätte warten sollen. Ich hätte echt warten sollen, bis der vielleicht 20 Euro mal raus war. Dann hätte ich das gespielt und hätte wahrscheinlich weniger zu meckern gehabt, weil es waren nur, Anführungszeichen, in diesen Zeiten, waren nur 20 Euro. Aber würde nicht so weh tun, wie es jetzt wehgetan hat. Also wirklich. Ich bin wirklich enttäuscht. Es hat mich wieder an eine Zeit zurückerinnert, wo damals ich ja extrem auf Gothic 3 gewartet habe und mich so gefreut habe, Gothic 3 und was du alles machen kannst und die Bilder und die Story und dann kamst du rein und es hat nichts funktioniert. Das war alles kuddelmuddel durcheinander und alles so verändert und oh boy, ja, es tat dann weh. Dann kam die Community, die hat wenigstens eine ganze Menge gerettet. Da ist immer noch ein großer Dank an die Gothic 3 Community, die das da wirklich verändert hat. Da was verbessert hat, da den Patches noch reingehauen hat und das Spiel dann wirklich noch spielbar gemacht hat. Und ja, ich hoffe echt, dass die mit Elex 3 wirklich nochmal wieder wirklich zu ihren Wurzeln zurückbesinnen. Und das müssen sie auch. Ich meine, die Haare sind dafür berühmt geworden. Die sollen ja nicht dann immer nur das Alte machen, aber sich ein bisschen zurückbesinnen, auf Stärken nehmen und dann versuchen, was Neues drauf aufzubauen, um die Stärken herum. Mensch, wenn du trainierst, du weißt, du bist ein super Fußballspieler, der super Pässe macht, dann baust du darum doch deine Stärken. Egal, für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr mal gerne ein Kommi, Like oder ein Abo da lassen. Ansonsten sehen wir uns nochmal wieder, wo wir dann noch die Endquest da abschließen und schauen, was noch so geht. Ne? Bis dahin. Ciao.